Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine liebe Anne. Ich habe mich dazu entschlossen, Lucy heute zu Fuß abzuholen. Und ungefähr auf einem Drittel des Weges habe ich ihn hier eingesammelt. Und jetzt hatte ich noch die glorreiche Idee, einkaufen gehen zu müssen. Mara, ist bitte weg vom Schirm. Ich muss mich... Hab ich gesehen. Ich muss hier... Was denn? Mich hinsetzen. Wie alt bist du? Okay, Mama, soll ich in Laufen sterben oder was? Aber guck, im Laufen sterben? Mara, guck mal. Dann siehst du noch mein Skelett laufen. Hase. Du bist 8 Jahre alt. Ja, okay, Mama, ich bin schon. Meine Beine tun schon weh. Also, ja, ich muss auch sagen, ich hatte schon mal bessere Ideen, weil es heute schon arg warm ist. Ey. Wir holen jetzt auch noch 2-3 Teile ein. Mara hat sich gewünscht, Wiener, ein frisches Brot. Wir brauchen eine Gurke und ein bisschen Paprika. Willst du keine Wiener essen? Was? Was möchtest du denn essen? Hast du mal Wiener mit Warme Wiener mit Ketchup? Ich esse keine Wiener. Im Brötchen? Nein, ich esse nur diese kleinen. Die mit dem Speckmantel? Nein. Welche dann? Hast du die schon mal gesehen? Frau Mares, ich leg dich hier gleich in diese Wildwiese. Ach, Rostbratwürste, die kleinen. Ach so. Ja, das könntest du auch essen mit Würstchen. Lucy, möchtest du auch so ein Würstchen haben? Ja. Ja? Auch mit Brötchen? Ja. Und bei dir heute in der Kita gab es Spinat oder was? Sieht gut aus, dein Kleid. So. Jetzt holen wir die 3 Teile und dann noch über 2,5 Kilometer oder so nach Hause laufen. Oder 3, keine Ahnung. Also, Mavi hat jetzt nach der Impfung tatsächlich Fieber bekommen. Sie schläft hier gerade ein bisschen. Ich habe mir schon mal ein Zäpfchen hingelegt. Ich warte noch. Sven. Was will er denn jetzt? Marlin? Ja. Ach, du bist schon oben. Also du kannst dich einfach eigentlich an dieser Strähne hier vorne orientieren, weil man sieht ja eigentlich, wo die köllen sich ja, also sozusagen muss schon so viel ab. Was soll denn jetzt? Nichts. Ich will den ersten Schnitt machen. Was? Die Nein, hier aufschneiden. Auf. Warum ich hier schön? Soll ich? Nein! Doch, ich will einfach einmal machen. Oh Gott. Darf ich? Ich mach's einfach. What the fuck? Das ist ganz viel, ne? Ich hol ihn jetzt. Aber das ist jetzt das quasi von der Keratin. Ja, guck mal, das ist aber weil hier viel. Oben. Weil hier oben ist ja schon krass, wie die sich locken, ne? Ja, das sind ja Korkis hier locken. Ja, ich will das nicht mehr. Die sind, werden jetzt halt kurz, ne? Wo ist denn die Strähne? Ja, ich weiß es auch nicht. Oh. Ja? Na, jetzt ist es zu spät. Ja, okay, die eine würde jetzt nicht auffallen. Doch, aber das muss, weil das ist so arsch. Aber der Rest stimmt schon, das sieht schon schön aus. Ja, eben. Und wenn das halt dann so noch weiter runter geht, dann ist es eigentlich, glaube ich, ganz geil. Vor allem, wenn wir unten den Ballast abschneiden, dann flocken die sich immer mal ein bisschen hoch. Stell mal vor, warte mal. Was hängt das noch raus? Oder hier? Ich habe gerade voll den dicken. Stopp. Guck mal, du mit braunen Haaren, zeig mal. Braun? Ja, ist doch. Achso, ich bin schwarz, ne? Voll rassistisch hier. Oh mein Gott. Wo ist denn jetzt die Strähne? Ich wo? Hier. Da. Das ist schon cool jetzt. Und ich habe das voll scheiß abgeschnitten. Ja. Oh mein Gott, stell mal vor. So. Jetzt ist es zu spät, jetzt machen wir es einfach. Dreh ich mal um zu mir. Das ist ganz cool. Kannst du mich ganz gerade hinstellen? Stell dich gerade hin. Mein Gott. Kannst du bitte jetzt... Also ja, ich wollte... Mann. Es ist jetzt eh zu spät. Ja, aber ich habe die voll lang gezüchtet. Ja. Das Ding ist hier vorne, die Strähnen müssten halt auch ein bisschen gekürzt werden, weil das ist ja so dingsig, ne? Egal, mach einfach. Hier ist todeswarm. Gerade hinstellen. Ja.
Warum reißt du die ab? Was hast du gemacht? Was denn? Mama! Das ist zu kurz! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das hast du gemacht, ich hab nichts gemacht. Ey, der geht mir jetzt auf grad. Ja? Ja, was soll ich denn mit dem Bild anfangen? Ich sehe doch nichts. Kannst du mir mal die drei, vier Produkte, die du bewerben willst, vorne hinstellen und vorne abfotografieren? Na alles. Wirst du alle 8, 9 Produkte zeigen? Also heute soll ich einfach nur mir ein Brot machen, wo man das Glas daneben stehen sieht. Okay, und kannst du mir mal die Produkte zeigen, die du, das Produkt, was du heute und die Produkte, die du morgen zeigen wirst, musst ja nicht alles, wo du denn weißt, bei Offset ist das nicht bei. Kannst du mir die mal bitte abfotografieren von vorne? Ja, okay. Okay, bis gleich. Tschüss. Nervensäge. Ah, jetzt fuck ich so gerade. Kannst du jetzt bitte einfach noch mal stimmen? Mama, das ist mir zu kurz. Ja, ich kann ja hinten noch leer machen. Nein, ich will, dass das Ganze glatte abgeschnitten ist. Ja. Yeah. Ja, und du sollst nicht extra hinten wenig, also so. Du kümmerst dich jetzt hier noch um... Was? Um das hier. Was? Um die Scheiße, die auf den Boden fällt. Nö. Ich muss noch einkaufen gehen. Was soll ich noch mal kaufen, wenn ich hier einkaufe? Brot. Ein Brot. Okay. Ein rundes am besten. Ja, das ist Tablett. Genau, und das Tablett steht hier. Ich weiß. Ich möchte nicht wissen, wie viele Friseurinnen oder angehende. Ist doch egal. Aber diesmal dann sind meine Haare auch gesünder, weil der ganze Spliss abgeschnitten wird. Wir haben wenigstens eine richtige Haarschere. Ja, aber das haben schon viele andere nicht. Vor allem das Ding ist, die sagen schon nach alle, warum habt ihr nicht nass gemacht? Weil ich meine Haare erst heute Morgen gewaschen habe und ich keinen Bock hatte, die nochmal nass zu machen. Das Ding ist ja, Locken zu schneiden ist eh eine Königsdisziplin, weil es ja ständig anders fällt. Ja. Ich schneide das jetzt einfach nur sauber ab und gut ist. Dann sieht es heute gut aus und morgen habe ich überall so verschiedene Haare. Ja, das kann passieren. Halt mal bitte still jetzt. What the f... Beschissen. Kannst du da bitte einmal nur nach vorne gucken? Ja, mach ich doch. Achso, nee, warte, hier muss ich ja jetzt erstmal. So. Na! Komm her. Dreh dich so kleine. Was willst du denn? Ja, genau so, warte. Ich muss hier vorne. Ich muss echt scheiße gerade. Hallo. Chill mal gerade hin, bitte. Hallo, Charlie. Das hat auch so eine richtig beschissene Mittellänge. Hi. Na? Aber sieht besser aus. Na? Wie geht's? Scheiße, das ist voll unsauber. Abwarten, wir sind über einer Spiegelwurz. Haha, dazwischen, guck mal. Hallo! Denkst auch, du bist Friseurin, ne? Ich bin so in die Lippe rein. Aber kannst gar nicht ran. Guck mal bitte nach vorne. Immer gerade gucken, einfach kurz mal. Kannst du bitte einer? Ja, ich will es doch selber sehen. Ja, kannst du gleich, wenn ich fertig bin. Du Schamlippe. Also, es würde sich eigentlich nochmal lohnen, sich dann nochmal heute die Haare zu waschen, damit wir nochmal sehen, ob es noch irgendwo. Kannst du das mal ganz gerade? Stell dich mal ganz, ganz gerade hin, dass ich einfach. Also ein paar kleine einzelne Fussel noch, aber guck ich mal einmal. Aber ich will, lass mich einmal gucken. Ich will einmal ja. So machen. Lass mich erstmal einmal gucken. Ja, die gingen eben bis hier, ne? Ja, bis zum T-Shirt. Ich sehe aus wie so eine Kleinkind. Aber es sieht schon frisch aus, ja.
Kann es sein, dass ich einen Ansatz krieg? Ja, ein bisschen, aber das sieht schon tot aus da. Na, guck mal, wie schön hier so, ne? Guck ja. Mal. Ja, okay, kann ich selber nochmal die Schere, weil hier sind die ganze Zeit so einzelne Haare und die packen mich ja mies ab. Ja, das ist schon schwer. Ja, diese einzelnen, also mach nicht gerade, sondern mach eher so, weil du hast so? Eh durch die Locken unterschiedliche Längen. Und schmeiß das da weg, bitte. Puh, okay. Oh mein Gott, das ist so. Ich hab mal die Haare gekürzt. Jetzt muss ich ein Foto machen. Ich sag euch, ich muss auch noch unsere Wellness-Tasche packen. Machen wir gleich zusammen. So, ich nutze mal kurz die Zeit, wo Marvin noch schläft. Ich weiß hier gleich. Wo ist denn Malu, Matthias? Jonas? Nee. Hi! Baby! Was machst du denn hier? Baby! Chillst du? So, ich habe jetzt hier eine Tasche. Welche Mülle? Die hier brauche ich. Oh. Das ist halt auch super schnell gemacht hier. Die hier, die nehme ich da. Und da kommen jetzt unsere Sachen rein, die wir so mitnehmen. Ich packe in mein Koffer eine Haarbürste. So. Ja, und jetzt kommen hier halt alle Hygieneartikel rein oder Wäschesachen. Wie zum Beispiel frische Unterwäsche, frische Socken, ein T-Shirt. Was man halt so braucht nach dem Duschen quasi. Eigentlich braucht man ja auch so Deo und so. Sowas nehme ich auch mit. Damit man quasi komplett fresh den Ort dort verlässt. Jetzt weiß ich nicht, wo mein. So, ein Deo für Matthias. Und so ein Deo habe ich eigentlich auch, aber ich finde meine Tasche gar nicht. Ich verstehe schon gar nicht, warum eine Tasche da hängt und die andere nicht. Das sind immer so Sachen. Das verstehe ich nicht. So, ich glaube hier. Ich fahre doch mit Autos, mit warm. Wohin? Kaufland. Und ich brauche doch nichts einkaufen, also ich kaufe nur das, was ich eben gesagt hatte, weil wir gehen für die Dips zusammen einkaufen. Ah. Deswegen kaufe ich jetzt so ein Brot und gehe zu Rossmann und hole mir diesen Gutschein. Und hole mir diesen Primer, wenn es den noch gibt. Ja. Und ich habe jetzt keinen Bock zu laufen, ist mir viel zu warm. Ich dachte mir vorhin auch so, ach komm Tanja. Ja, nee, Alter, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, da waren schöne, lockige 23 Grad drin, da kriege ich erstmal einen Hitzeschlag. Ja. Ich bin so, what the fuck. Ja, ich bin losgelaufen. Also ich habe ihr jetzt gesagt, ich bin so gegen 18.30 Uhr bei ihr. Vor Ort, vor der Tür. Circa. Ja. So, dann geht ja Wellness wieder, ne? Schön die Mumu und den Penis waschen. Macht man mal zwangsweise mal mit. Dann steht ja quasi alles aus Wasser. Also ihr habt dann noch Infrarotdusche, Sauna, Kaltdusche, Whirlpool. Ja. So eine Sache halt, ne? Was guckst du denn da? Hat er sich wehgetan? Der hat sich wehgetan? Ja. Ach so. Muschi? Was? Du bist hier? Was chillst du hier? In der Schule? Nee. Ich war gerade arbeiten. Ich gehe jetzt nochmal los. Soll ich dir ein Überraschungsei mitbringen? Ja? Okay. Sieht gut aus, ne? Ja. Haaröl. Haaröl noch und dann
würde ich sagen, das ist auch schon komplett. Also ich habe jetzt zwei Deos eingepackt. Steißen steht auf der nächsten Treppe. Zwei Deos, Unterwäsche, Waschgel für das Gesicht. Jetzt muss ich mein Haaröl mitnehmen. Alles kommt nämlich ins nasse Haar. Das heißt, ich kann es nicht erst hier zu Hause machen. Das steht nämlich hier. Das habe ich nämlich gerade gesehen. Maris? Warte, warte. Jetzt kommt er in die Tür. Maris! Hallo? Mama? Gehst du bitte duschen? Nee. Hier mit dem Duschgel, was hier auf der Treppe steht? Jetzt nicht! Und Haare, du Maris. Ich muss dir deine Haare einmal auswaschen, ganz jetzt doll. Jetzt nicht! Bitte? Nee! Kannst du das bitte machen, wenn ihr weg seid? Danke. Du bist die beste Mama. Du musst deine Kopfhaut ganz doll waschen mit Haarshampoo. Okay, mit dem oder mit dem anderen? Das ist nur für den Körper. Damit machst du wieder deinen Nacken und deine Arme und so weiter. Okay, und meine Beine? Das ist mir egal. Kannst auch damit machen. Das ist nur für die Haut und für die Haare nimmst du bitte irgendein Shampoo. Ja, mach ich. Okay. Jetzt mal, warte mal. Ach. Ich habe hier irgendwo eine Schoko. Ach doch, da ist hier. Kurz mal zeigen. Wie viele Würstchen möchtest du? Alle, wie viele Würstchen haben wir? Gar keins? Wie? Ich habe keine. Du hast auch keine Brötchen geholt, hä? Was? Hast du Brötchen geholt? Nein! Wir haben frisches Brot. Warum hast du das nicht gesagt? Ja, du warst doch mal mit mir einkaufen. Ja, ich dachte, du meinst Brötchen. Toast kannst du auch essen. Wie? Ja, du kannst auch getoastetes Toast essen. Oder frisches Brot. Kann man nicht noch Aufbackbrötchen. Wissen tue ich es nicht, aber ich wage es zu bezweifeln. Guck doch mal nach, ob es so der Schrank ist, hä? Nein, weiß ich nicht. Wie viel von den kleinen Würstchen isst du denn? Oh ja, wir haben Würstchen. Sind die noch gut? Ja, muss ich gucken. Aber das sind, ja. Oh mein Gott, ach da oben. Ach, ja. Ja! Wie viel isst du davon? Also, wie viel von den kleinen? Also, dann möchte ich von denen. Also fünf kleine Würstchen? Ja. Ja? Oder sechs? Ja, mach eins, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei. Mach ich drei für Luschi? Ja. Luschi? Wie viele kleine Würstchen isst du denn? Wie viele Würstchen isst du von denen? Zwei. Zwei oder drei? Aber du schießt drei sind mehr. Ja, ich mach lieber drei. Wenn du eine übrig hast, dann ist das so. Sushi! So. Das ist ein Baby. Nein, Maris. Ja, Luschi, okay, kannst du laufen. Alles gut. Alles gut. Oder Luschi, willst du dich hinsetzen mit deinem Handy? Ja. Aber du musst dich auch festhalten, ja? Au. Ja, ich muss auch die Brötchen aufgebacken werden. Oder kann man das auf dem. Jetzt habe ich sie aus wie schwanger, Mann. Was ist denn das heute? Ja, Mama. Nein, Luschi, ich muss es nicht. Aber ich muss es nicht. Guck mal, Luschi, guck mal. Guck mal. Guck doch mal. Guck doch mal. Guck mal, bitte. Ja! Den Beinen machen. Klasse, ne? Ja. Warum geht das mit? Dann kann Mari jetzt auch mitsitzen. Guck mal. Cool, ne? Mama, ist das jetzt unser Haus? Nein, das ist hier zur Miete, hä? Ne? Das ist schon von uns jedes Miethaus. Machen. Wofür? Für wen? Für was? Warum? Weil wir dann. Brauchst du jetzt wirklich Brötchen, Maris? Ja! Weil ich möchte nur mit Brötchen essen.
Also ich habe mich schon so drauf gefreut. Aber dann kann ich das doch auch auf dem Poster machen. Wie viel brauchst du? Nee, ich will... Wie viel brauchst du? Zwei? Wie viele Brötchen? Ja, das ist doch keine fünf Brötchen. Wie viele Brötchen? Also du machst ungefähr zwei in ein Brötchen, oder nicht? Zwei in ein Brötchen. Ja. Naja, dann passt es doch. Freut mich dann? Eigentlich drei, aber zwei reichen. Lass mich drei machen. Du isst doch keine drei Brötchen. Doch, ich esse... Marc, Papa isst nicht mal zwei Brötchen. Ich? Nein. Okay. Heiliger Bimba, Marc, sag mal. Kannst du nicht mehr essen als ein erwachsener Mann? Okay, doch, kann ich. Maris? Ja? Das zählt unter Widerworte. Geben eure Jungs auch schon Widerworte? Das macht mich wahnsinnig. Magen. Maris. Und da muss mehr rein. Stopp, stopp! Alter! Runterdrehen? Und bitte mal von unten einen Kamera-Akku holen. Ich möchte aber nicht mehr langsam fahren. Bitte mal einen Kamera-Akku holen. Aber ich halt will. Du machst das, was ich sage. Ja, so. So, was willst du denn? Kamera-Akku vom Papa. Papa! Oh. Haben wir nicht irgendwas, was Mavi auch essen kann? Was kann denn Mavi essen? Einen Teller geben? Ja. Und was sollen wir da drauf machen auf den Teller? Eine Wurst. Eine Wurst? Wir können doch Mari noch keine Wurst geben. Ich kann keine Wurst geben. Warum mache ich das Brötchen jetzt schon? Das Brötchen, das Würstchen sind doch noch nicht fertig. Ich weiß nicht, was gerade los ist mit mir, aber irgendwie fühle ich mich. Vielleicht liegt es daran, dass das Zyklusende ist. Welcher ist heute? Was? Welcher ist heute? Oh mein Gott. Welcher ist heute? Heute ist der dritte. Oh, ich muss gleich schon schreiben. Und wann werden die Brötchen abgelaufen? Warum machst du die? Ewig noch. Warum machst du die Brötchen über den Toaster? Man kann die darauf auch aufbacken. Ah, okay. Und so viel kann ich ja eben für uns haben. Sushi, brauchst du Ketchup oder sowas? Ich will im ja? Ketchup? Ja. Ich hab ganz normal Tee. Nein, hast du nicht. Hab ich. Das war vorhin hier bei der Kühlschrank. Maris? Was ist es jetzt bei 4, 7, 8? Nee, bei der 1. Nein. Das sein kann, wenn man mal nicht fährt. Ich fahre so selten nicht. Ist voll interessant, sich mal die ganze Gegend anzugucken. Wir haben gerade eben was gegessen und ich habe es nicht gefilmt. Guck mal, da drüben auf der Straße ist nicht frei. Da ist alles dicht. Warum ist denn hier hinten mehr los als vorne am Kudamm? Hm. Das ist mysteriös, oder? Na. Oh, tschüss. Da wäre... Nee. Das ist ja komisch, oder? Schon, ja. Da wäre einer. Den kriegst du von der anderen Seite. Aber ist der nicht zu weit hinten? Naja. Ich dachte, wir fahren jetzt mal vor, sonst drehen wir noch mal. Wir haben noch Zeit. Okay. Ich brauche nur noch Shampoo. Ich habe Shampoo und Spülung vergessen. Ich dachte vorhin so, oh mein Gott, du hast endlich mal alles eingepackt. Aber ich habe Shampoo und Spülung vergessen, ich Holzkopf. Jetzt wird hier ein zweiter Parkplatz frei. Also wir sind ja jetzt hier genau auf dem Kudamm, aber auf dem hinteren Teil. Und vorne war alles frei, Mittelinsel, überall alles frei, so stückchenweise. Und jetzt hier hinten, wo eigentlich gar nichts ist, ist voll. Also voll komisch irgendwie. Hier passt nicht hin. Ja, weiß ich auch nicht, wie in der Front da, ne? Ja, wäre jetzt aber auch nicht so weit. Oh, er fährt raus? Er fährt raus. Dann musst du jetzt aber nochmal zurücksetzen und richtig ausholen. Das kannst du nicht so bringen, oder?
Noch zur anderen Seite, oder? Oh! Nein, ich drücke dir die Daumen, dass da jetzt keiner reinfährt. Und los. Was ist denn noch da? Ja. Ja. Also auch da links. Der hier vorne hat schon rechts einen Ditcher, ne? Bist du den Popo noch weg? Reicht das ja, wa? Weiß ich nicht. Warte, guck nochmal hier. Also das hier weiß ich halt nicht. Das ist ein bisschen. Also ein bisschen Platz hättest du noch. Ja, mein, da vorne kann da eh keiner mehr stehen, oder? Nee. Ja. Genau, und hier ist es My Wellness. Also hier ist der Eingang und die ganzen Suiten sind dann hier oben überall verteilt. Ich weiß gar nicht, wie weit das nach hinten geht. Das geht auch immer ein ganzes Stück. Und ich gehe jetzt hier nochmal bei Rewe rein. Oder wir gehen bei Rossmann. Nee, wir gehen bei Rossmann. Bei Rossmann? Bei Rossmann, genau. Wir gehen jetzt bei Rossmann rein. Wir haben jetzt noch 30 Minuten Zeit. Aber die würde ich gerne bei Rossmann verbringen, wenn ich darf. Ja, warte mal. Wo hast du da geparkt und warum? Das ist McDonald's. Das ist McDonald's. Ich war doch mit Marlene da. Was? Aber warte mal. Ich geh schon mal vor. Warte, warte noch. Hol mir gleich die Tasche raus und nehmen wir mit, wa? Warte noch kurz. Wann habe ich das denn gesagt gehabt denn mit dem Ding? Was ist denn? 26. Wann ist denn das? Das ist schon, da waren wir noch in Tahiti. Hey, der zeigt hier gar nicht alles an irgendwie. Ja, ist mir zu blöd. Kann ich da raus? Ja. Oh, ist das feucht. Ja, schon mit, oder was? Ja. Gib mir glatt meine. Gib mir glatt. Türkische Spezialitäten. Aha. Tias? Guck mal, vielleicht wäre das mal eine Auswahl für uns. Türkische Spezialitäten. Was? Wir gucken immer nach neuen Restaurants, die uns irgendwie gefallen könnten. Und türkisch? Ich glaube, da würde ich auch ein bisschen was finden. So. Das riecht schon so schön. Ja, schmeiß einfach hier rein. Ich hab bereits drin. Ich weiß auch noch. War kalt, ja? Da drinnen, ja. Hier. Good morning in the morning, Party Peoples. Okay, jetzt machst du das noch an. Sag Pool an. Ist dir das Mäuschen runtergefallen? Ja? Bitteschön. Nein? Willst du kein Mäuschen? Hier. Sie war gleich auf, wenn ich jetzt laut bin. Das Baum. Wow!
So? Nein! Ist das jetzt nass geworden? Ups. So, warte mal, ich brauche einen Schwamm. So. Machen wir das für die Kinder hier noch mal schön sauber. Mein Arsch komplett blank gezogen, Alter. So. Kann ich das nochmal ausspülen? Weil heute kommt dann nochmal Planschbesuch. So. Jetzt kommt nochmal der Klon raus. Ja. Zusammen Kuchen essen können. Und ich glaube, heute Abend bestellen wir schon mal eine Pizza oder so. Der Kuchen muss auch noch mal kalt gestellt werden. Ich räume jetzt erstmal hier den Alltagskreis weg und auf. Damit das hier mit mir auch noch den Geschirrspüler einholen kann. Genau. So. Das machen wir jetzt mal. Achso, nee. Ich habe den Vlog noch gar nicht beendet. Deswegen sage ich jetzt, das ist hier von uns bei euch bis morgen um 18 Uhr. Und ihr bekommt heute morgen natürlich eine Fortsetzung vom Vlog. Hallo!